Hallo, mein Name ist Damon Green und ich habe hier an meiner Seite zwei Spieler von mir, Nils Schmitz und Jeremiah Achepong. Das Thema ist Verteidigung. Wir haben jetzt in den letzten Folgen Stufe für Stufe aufgebaut und heute in der Folge werden wir das Ganze ein bisschen advanced, ein bisschen fortgeschrittener gestalten mit einer Übung, die relativ komplex ist und viele Inhalte verfügt. Also der nächste Drill, den wir jetzt hier haben, beinhaltet Am-Ball-Verteidigung und natürlich auch Verteidigung weg vom Ball, Help-Start-Position, wieder helfen, Closeout. Also das ist jetzt ein Drill, wo sehr viel vorkommen wird. Deswegen werden wir jetzt am Anfang erst einmal langsam durchgehen, Schritt für Schritt und dann am Ende dann ein bisschen schneller, damit ihr dann auch seht, wie das dann aussieht, wenn der Offensivspieler oder Defensivspieler sich schneller bewegt. Also der erste Teil ist jetzt hier erst einmal Ball aufnehmen, eine Armlänge Abstand, eine Hand ist am Ball. Jetzt wird der Offensivspieler zwei Dribblings nehmen und den Richtungswechsel zweimal machen. Spin Move oder Behind the Back, okay. So, jetzt kommt der Pass zu mir. Stopp mal, Jay, geh nochmal zurück. Was wir wollen, dass der Spieler, nachdem er den Ball gepasst hat, mit dem Ball springt. Ja, das heißt, er springt jetzt hier ein bisschen dazwischen, damit er in einer Position ist, wenn ich jetzt hier penetrieren würde, er vielleicht sogar kurz helfen könnte. Ja, deswegen wollen wir, dass wir vom Ball kurz wegspringen. Okay, jetzt habe ich den Ball. Jetzt wird Nils als Offensivspieler zum Low Post cutten. Wir wollen Kontakt aufnehmen und den Pass natürlich nicht zulassen hier in den Low Post. Ja, danach geht der Offensivspieler raus zur anderen Seite auf dem Flügel. Unser Spieler Jeremiah ist jetzt in der Help-Side-Position, wie wir das im letzten Clip gezeigt haben. Ich werde jetzt wieder mit einer Penetration attackieren. Wir möchten, dass er hilft außerhalb der Zone. Ich dribbel wieder zurück. Er geht wieder auf die Help-Side-Position. Jetzt passe ich den Ball rüber zu Nils. Er muss jetzt Close-Out-Defense spielen, damit er nicht werfen kann. Offensivspieler nimmt zwei, drei Dribblings zur Grundlinie und wir wollen ihn außerhalb der Zone stoppen, weil das ist, was wir am Ball immer versuchen wollen, dass der Spieler es nicht schafft, hier in unsere Zone einzudringen. Das war es jetzt mal langsam und jetzt können wir einmal den Drill zeigen mit ein bisschen mehr Speed. Jump to the ball, good. Deny, good. Gut, das ist jetzt die erste Stufe. Jetzt zeigen wir die zweite Stufe, dass der Offensivspieler nicht vom anderen Flügel 1 gegen 1 spielt, sondern von Top of the Key. Das können wir jetzt gleich im Schnelldurchlauf machen. Das Einzige, was sich ändern wird, wird dann das Ende sein, dass der Offensivspieler in die Zone reinkattet, um dann nach oben frei zu werden und dann wird der Verteidiger ihn mit begleiten. Das können wir jetzt auch gleich in größerem Speed zeigen. Das bleibt gleich. Gut, cut. Cut rein, boom, komm hoch, top of the key. Bab, das gleiche, außerhalb der Zone und abstoppen. Das wäre jetzt ein Advanced Drill, mit dem man sehr viel rumspielen kann. Man kann da frei philosophieren, man kann da sogar, wenn man große Spieler hat, Low Post Defense mit reinbringen. Also da kann man sehr viel mit weiteren Bausteinen diesen Drill noch länger machen, kürzer machen. Also da gibt es viel Spielraum. Aber Hauptsache am Ball Verteidigung ist drin und Help-Side-Verteidigung ist drin. Plus natürlich auch Kommunikation, was jetzt auch von Übung zu Übung mehr geworden ist. Drei wichtige Punkte, die man überhaupt nicht vergessen darf, gerade was Defense angeht, ist, dass immer die Hände aktiv sind, immer die Beine aktiv sind und man immer tief ist. Ja, also diese drei Sachen, die sind extrem wichtig. Natürlich gehören noch andere Sachen dazu, aber aktive Hände, aktive Füße und tiefe Position. Und damit würde ich dann auch die Defensive Basics, Help Side und On-Ball abschließen. Wenn euch diese Übung gefallen hat, gebt uns bitte ein Like. Und für weitere Folgen bitte abonniert diesen Kanal, denn es kommt noch mehr auf euch zu.